Barbara, Ratatouille und die Stasi-Arschlöcher. Ein Film des Jahres und die Linke. Von Christian Petzolds auf der Berlinale mit dem silbernen Bären ausgezeichneten Film Barbara sind Zeitungen und Feuilletons voll. Voll des Lobes, der Trailer und Szenenausschnitte und der Interviews. Ein Feuerwerk der Pressevorführungen, Schauspielerinterviews, Hintergrundsendungen. Deshalb darf der Plot als bekannt vorausgesetzt werden. Barbara, Ärztin an der DDR-Elite-Klinik Charité, wird nach Ausreiseantrag darauf folgendem kurzen Gefängnisaufenthalt in die mecklenburgische Provinzstrafe versetzt. Heimlich trifft sie sich weiter mit dem westdeutschen Geliebten, bekommt von ihm Westgeld zur Bezahlung der Fluchthelfer. In André, dem Chefarzt, der durch Erpressung zum un- und widerwilligen IM wurde, erlebt sie einen Arzt höchster fachlicher, moralischer und hippokratischer Ansprüche. Und einen Mann, der ihr vom ersten Moment an den Hof macht. Flüchten oder standhalten? Ja, das ist eine der vielen Fragen, die dieser große Film behandelt. Neben dem kraftvollen Film »Ziemlich beste Freunde«, der Herz- und Lachmuskeln bis zum Äußersten in Beschlag nimmt, ist für mich der Film »Barbara« der Film des bisherigen Jahres. Für Linke, allemal parteipolitisch und östlich der Elbe verortete dagegen, oftmals ein Bauchschmerz. Wie so oft in den letzten Jahren, wenn es auch um die Verbrechen im Namen des Sozialismus ging. Das war so bei Das Leben der Anderen, bei Westwind, bei Hotel Lux und nun bei Barbara. Dabei ist es erst einmal ein herrlicher Liebesfilm. Sah man vorher so wunderbar wortlos, wie sich Interesse, Seelenverwandtschaft, komplementäre Ergänzung in Liebe verwandelte wie hier? Verschiedene Rezensenten haben deshalb nicht übertrieben, wenn sie titelten Casablanca in der DDR, der NDR, oder Liebe in Zeiten der Bespitzelung, die Münstersche Tageszeitung. Und es ist ein Film über eine schöne DDR. Der wohl meist zitierte Satz des Regisseurs Christian Petzold war denn auch: Die DDR war auch schön, Zitat Ende. Die Ostseeküste, der kühle Norden, DDR in den schönsten Sommerfarben. Den Freitag-Rezensenten Matthias Dell hindert dies nicht an dem absurden Satz, ich zitiere: Barbara ist auch deshalb kein Film über die DDR, weil die DDR hier aussieht wie eine Christian-Petzold-Landschaft. Weites Grün, karge Besiedlung und hinter dem tiefen Wald liegt das Meer. Zitat Ende. Als ob es so etwas in der DDR nicht gegeben hätte, heute in den neuen Bundesländern nicht gäbe. Liegt es an der Filmdarstellung des Jugendwerkhofes Torgau als, Zitat, Vernichtung von Jugendlichen, so die Protagonistin Barbara? Liegt es an der Darstellung der 24 Stunden Rundumbespitzelung des örtlichen Stasi-Postens? Dass hier vom Rezensenten die real existierende DDR schlechter gemacht wird, als sie zum Beispiel landschaftlich war? Nur um den Film zu entwerten? Vollends pervers auf die Spitze getrieben? Wird dieses Verfahren des Freitag-Redakteurs Matthias Dell, wenn er den Großteil seiner Filmbesprechung der These widmet, es sei unwahrscheinlich, dass es in der DDR Auberginen gab und dass ein Arzt, so wie im Film André, einlädt zur Ratatouille? Ich bräuchte gar nicht darauf verweisen, dass mir 1976 die damalige Chefredakteurin der DDR-Frauenzeitschrift Für Dich, Marlies Allendorf, auf Westbesuch im bayerischen SDRJ-Pfingstcamp von diesem französischen Gemüserezept vorschwärmte.
Auch in den Kommentaren zu Dells Barbara-Artikel im Freitag melden sich alsbald gelernte DDR-Bürger, die darauf hinweisen, dass es, wenn auch höchst selten, Auberginen in der DDR zu kaufen gab, dafür aber umso öfters als Frucht im Ergebnis von Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern. Und dass in der nicht nur wegen der erotischen Fotos begehrten DDR-Zeitschrift Das Magazin in den Spalten Liebe, Fantasie und Kochkunst Ratatouille-Rezepte natürlich zu lesen waren. Bedenken wir schließlich, dass der Schauspieler Roland Zehrfeld, der im Film den Chefarzt André spielt, der zu der Ratatouille-Barbara einlädt, dass er mit 11 Jahren selber DDR-Judomeister war und das Land aus dem FF kennt, fällt diese absurde Ratatouille-Kritik in sich zusammen, als peinlicher Versuch mit Requisitenkritik von der Qualität filmischer Bilder abzulenken. Leider erlebe ich das seit Jahren. Als der Film Das Leben der Anderen in die Kinos kam, drohte mir der Vorsitzende der örtlichen Linkspartei im Mühlenbecker Land am Nordostrand von Berlin mit dem Bruch jeglicher Zusammenarbeit, sollte der Film in unserem linken Mühlenkino aufgeführt werden. Seine Hauptkritik? Der Film sei schon deshalb falsch, weil er als Ex-Oberleutnant des Ministeriums für Staatssicherheit bezeugen könne, dass im Ministerium niemals, wie im Film dargestellt, in Uniformdienst ausgeübt worden sei. Oder als der wunderbare Film Westwind zwei DDR-Ruderinnen im Trainingslager am Balaton zeigt, die dort westdeutsche, unbedarfte Jugendliche kennenlernen und in den Westen abhauen, war es eben jener Matthias Dell vom Freitag, der behauptete, in diesem Film sei die DDR mit allen Klischees abgebildet worden, obwohl doch alle Szenen nur auf ungarischem Boden spielen. Oder als ich neulich voller Neugierde eine Veranstaltung der Helen Panke zum sehenswerten Leander-Hausmann-Streifen Hotel Lux besuchte, kulminierte die Kritik des von mir ansonsten hochgeschätzten, international renommierten Experten für stalinistischen Terror Dr. Wladyslaw Hedeler in der Feststellung, im Film sei das EKI, das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale, EKKI, falsch ausgesprochen worden. Die Zeitung Neues Deutschland verfolgt bei solch kniffligen Themen seit einiger Zeit die Taktik, lieber keine Besprechung zu veröffentlichen, sondern den Regisseur zu interviewen. Die erste Frage des sehr lesenswerten Interviews mit Christian Petzold lässt die Sichtweise der ND-Mitarbeiterin erkennen. Zitat: In der DDR kann man nicht glücklich werden, sagt Barbara. Haben Sie, Herr Petzold, erwartet, dass sich dieser Satz so stark einprägt? Es bleibt Petzold überlassen, darauf hinzuweisen, dass der Satz sich überhaupt nicht einprägt, dass er unwichtig sei, weil er in der Konfrontation mit dem westdeutschen Geliebten gesagt worden ist. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich darauf hinweise, dass auch für Barbara schlussendlich einiges dafür spricht, dass sie in der DDR glücklicher wird als bei den anderen. Über die Rolle der Arbeit in Filmen in Ost und West, über den Faktor Zeit im Gesundheitswesen der DDR und andere Themen sagt Christian Petzold in diesem ND-Gespräch dann noch manch Überraschendes, was auch hier deutlich macht, dass er als Kind von DDR-Flüchtlingen eine hohe Affinität zu diesem Staat hatte. In einem anderen Interview zum Film erzählte er, dass sein Vater trotz seines gefestigten sozialdemokratischen Antikommunismus auf dem Höhepunkt der ersten Ölkrise ernsthaft überlegte, in die alte DDR-Heimat zurückzukehren. Und dann ist da noch die Sache mit dem hippokratischen Eid. Als André im Film der krebs- und todkranken Frau des Stasi-Oberoffiziers verbotenes Morphium zur Schmerzlinderung spritzt,
fragt die Stasi gedemütigte Barbara, machen Sie das öfters, Arschlöchern helfen? Und seine Antwort, ganz Arzt, ja, wenn sie krank sind. All jene, die in diesem Film reflexartig Abwertung des Sozialismus oder gar der eigenen Lebensbiografie vermuten sollten, zur Kenntnis nehmen, dass die Vorgeschichte zu diesem Film die unterschiedlichsten Facetten hatte. Angeregt wurde Christian Petzold zum Film durch die Novelle Barbara von Hermann Broch, einem Freund von Thomas Mann und Albert Einstein. In dieser Novelle spielt eine kommunistische Ärztin kurz vor der Machtergreifung der Nazis die Hauptrolle, die sich in einen unpolitischen Kollegen verliebt. Und Petzold zeigte zu Beginn der Dreharbeiten seinem Filmteam die Verfilmung von Ernest Hemingways Roman Haben und Nichthaben, in dem hier nun umgekehrt auf der französisch verwalteten Insel Martinique der Protagonist Harry als Kollaborateur des faschistischen Vichy-Regimes sich in die Widerstandskämpferin Marie verliebt und schließlich selbst zum Widerständler wird. Barbara, der Name kommt von den Barbaren, die Fremde. Im vorliegenden Film sehen sich viele Protagonisten gegenseitig als Barbaren. Für parteitreue Kommunisten war der Westen die Barbarei, für in Stasihaft entwürdigte das DDR-Regime barbarisch. Und sinnstiftend für das Verständnis des Filmes ist da noch die Sage von der heiligen Barbara von Nikomedien, der ihr eigener Vater den Kopf abhackte. Er war, man höre und staune, Offizier der kaiserlichen Leibgarde und verlangte von seiner Tochter ihren Gottesglauben und ihre Jungfräulichkeit zu opfern, was diese verweigerte. Symbole über Symbole. Das Ich und die anderen, ein großes Thema der Gegenwart. Der Vater der Hauptdarstellerin Nina Hoss war auch so einer, der immer wieder die Seiten wechselte und sich doch treu blieb. Über Willi Hoss, seit seinem 16. Lebensjahr KPD-Mitglied, Funktionär, Mitglied des Parteivorstands der westdeutschen KPD, nach 25 Jahren wegen des CSSR-Einmarsches ausgetreten, als Kandidat der gewerkschaftsoppositionellen Plakatgruppe bei Daimler-Benz 40% der Stimmen auf seine Betriebsratsliste sammelnd, kritisiert nicht nur die Produktionsweise, sondern auch die Produkte des westdeutschen liebstes Wohlstandssymbol, den Mercedes-Stern und das unter ihm liegende Fahrzeug. Mitbegründer der Grünen, für sie im Bundestag und 2001 wegen ihrer Zustimmung zum Afghanistan-Krieg wieder ausgetreten. Über Willi Hoss ließe sich ein eigenes Kapitel schreiben. Auch er also ein Grenzgänger, ein ganz großer der westdeutschen Linken, der seiner Tochter wohl viel mitgab auf dem Weg in die Schauspielerei. Nicht nur das großartige Klavierspiel, das sie im Film an Chopin-Stücken selber beweist. Barbara, flüchten oder bleiben? Ein Thema, das in dem Jahr hochaktuell ist, da einer, der in der DDR blieb, obschon ihr Gegner, nun Bundespräsident wird. So viele, die es nicht mehr aushielten, bereicherten anschließend den Westteil Deutschlands. Ernst Bloch und Carla Bloch, Wolfgang Abendroth, Alfred Kantorowitsch, Wolfgang Seifert, Heinz Brandt, Hans Meyer, Gerhard Schwerens, Leo Bauer und viele, viele andere. Und so viele, die blieben, bereicherten den Ostteil und den Neuanfang der demokratischen Sozialisten nach 1989. Robert Hafermann, Rudolf Barrow, Dietmar Keller, Christa Wolf, Volker Braun und so viele andere. Nein, nicht die Frage, wo das Individuum seine Heimstatt finden konnte, entscheidet über Glück oder Unglück. Wie und mit wem ich
mich entscheide und unter welchen Umständen, das ist es. Und so gibt der Film auch für Tausende, die, wie ich, enttäuscht die neue Linke wieder verlassen haben, Hinweise, dass es hüben wie drüben, innerhalb wie außerhalb der gezogenen Linien, Chancen für Glück und Selbstverwirklichung gibt. Danke Barbara, danke André, danke Nina Hoss, danke Christian Petzold, Hermann Broch und den vielen, vielen, die diesem Film den Stempel aufdrückten. Fazit: unbedingt ansehen und viel Spaß dabei.